Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Space Marines. Ich denke noch immer angezockt, wir sind beim ersten Kontrollpunkt vorbei. Und der zweite ist trotz allem, wir müssen den Kommandopunkt erreichen. Schauen wir mal, wo dieser Bunker liegt und wir müssen den Anführer der imperialen Streitkräfte finden. Gut so. Es ist eine Mords, eine Slasherei und wir werden das letzte Mal fast gestorben, obwohl es ja nicht unbedingt. Meldung vom zweiten. Noch eine Horde Grün heute kommt von Süden hierher. Vom Süden kommen. Verdammter. Nach deinem Messer in Sauts Kehle gesteckt. Aha. Nur Leichen überall, ja. Ich suche da gerade verzweifelt ein Medipack. Ihr seht meine Lebensleiste. Hat so einen Riesenorg. Der hat mich durch die Luft gewuchtet. Wie? Verstärken Sie die Stellung. Einen Polster. Halten Sie die Linie. Und bleiben Sie am Leben. Ja, Leutnant. Ich sehe nie, mit wem die Leute da reden und wer da überhaupt redet. Wir brauchen dann nur jetzt mit dem Chef zu reden. Glaube ich. Aber ich suche dennoch was zum Heilen. Aha. Dank dem Imperator. Ja, gern geschehen. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? Zwei. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Aha. Ja, ich folge dir auf Schritt und Tritt. Und die Lebensleiste ist wieder voll. Wo kommt die Welle her? Und welche Welle? Und wo bist denn du? Fragen über Fragen. Ah! Genscan abgeschlossen. Adeptus Astartes. Wildheit freigeschaltet. Wildheit freigeschaltet. Jedes Mal, wenn Sie einem Feind Schaden zufügen, steigt Ihre Wildheit. Sobald die Wildheitsanzeige voll ist, können Sie mit Bipapo in den Wildheitsmodus wechseln. Haha. Beide gleichzeitig drücken. Cool. Im Wildheitsmodus werden all Ihre Nahkampfangriffe verstärkt und verursachen massiven Schaden und Sie gewinnen Gesundheit zurück. Der Wildheitsmodus endet, wenn die Wildheitsanzeige leer ist. Okay. Aha. Was wissen Sie über die Titanen? Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus bei Manufacturum Ajakis bewachen sollten. Da. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Ja, wo wir bist müssen du? Den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktoriums. Da bist du. Neues Einsatzziel. Begeben Sie sich zum Vor. Okay. Was haben wir gerade ausgerüstet? Ah, unendlich. Und wie viel Moon haben wir? 276. Und ja, ich glaube, wir werden uns da vorbereiten auf Fernfeuer. Und wir laufen da einfach mal los. Aha, da ist ja auch's vor. Ja, oder? Geben Sie mir das Feldhandbuch. Wo? Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Kein Deckpriester, ja. Leute, die das Warhammer-Universum kennen, entschuldigen meine Unwissenheit. Ich weiß, dass es da Priester gibt und Pipapo und einen ganzen Haufen von Figuren, die die Truppenmoral stärken, ja? Und das ist ein Deckpriester, ja? Soweit ich mich noch erinnern kann. Ich habe mal das Strategiespiel gespielt. Oh. Greiber! Greiber! Na gut.
Wo ist mein Wildheitsmodus? Die Kettensäge ist ja wirklich... Schaut euch das an, das kann man nicht. Das Wildheitsmodus ginge jetzt im Fall. Noch mehr Menschen zum Töten. Jetzt ist die Zeit für den Kampf. Ja, voll versemmelt, Leute. Seht ihr? Wildheitsmodus. Und ich habe keine Gegner mehr. Und die schauen mich nur blöd an. Ja, ist ja klar. Sorry Leute, ich wollte euch da was bieten. Und na klar, ja, typisch Dozo. Drücken, um Audiolog einzusammeln. Halten, um anzuhören. Ja, gut. Nicht in die Krankenstation, Dominus. Was ist mit ihr? Sie hat ein Ohrgeschoss im Bein, Margos Cassia. Amputationen da hinten. Gut, ich bereite sie für das Implantat vor. Keine Implantate. Wir sind im Krieg. Einfach das Bein ab und schnell zunähen. Wir sind im Krieg. Da gibt es keine Implantate. Okay. Ich verliere da total die Übersicht. Schnell, schnell, schnell! Was? Wir brauchen die verdammten Medipacks. Okay. Mund aufnehmen, Granaten aufnehmen und schon sind wir wieder vorne dabei. Okay, wir sind vollgeladen mit 330, ja. Ich glaube, mehr Mund können wir gar nicht aufnehmen. Ja, weil wir arbeiten ja alles fast mit der Hand ab, ja, mit unserer Kettensäge. Und deswegen sterben wir auch bald, so wie ich das glaube. Da. Oh, Granate. Und, hat er mich erwischt? Ja, freilich. So. Da vorn, da kommen sie. Orks greifen an! Bitte zahle! Ich wäre nötig, um Orks zu töten! Und dich auch. Komm. Komm. Der lasst gar nicht mehr. Die Kettensäge ist ja so gemein. Wir sind vollgeladen. Wir könnten jetzt wieder auf. Ja komm, wir machen das jetzt. So. Komm und hol mich, Space Marine! Was ist jetzt? Au, das geht schon wieder. Ja, ich hoffe, dass meine Kollegen auch was machen da hinten. Ich höre nur Geschrei und Gezeter. Da müssen wir hin. Haben wir da was übersehen? Schauen wir kurz, da leuchtet nämlich was. Da ist nichts, ne? Sorry. Springen geht nicht. Oh oh. Was ist da? Eine ganze Horde Ork-Boys! Ja, fuck you! Linie verteidigen, geschützt bemannen! Nur kurze Feuerstöße. Wir werden das Ding einfach rausreißen und dann geht's los. Ich hoffe, es gibt kein Friendly Fire, Leute. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter.
Und die Geschützbatterie? Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. Okay. Du hast uns wieder mal aufgeklärt. Und wir werden da einfach reinlaufen müssen, ja? Ins nächste Feuergefecht. Wir schauen mal schnell, wie viel Mond wir haben, noch genug. Und ja, ich glaube, das ist ein Zeitpunkt. Ein richtiger Zeitpunkt, um einen kurzen Schnitt zu machen. Leute, ich glaube, wir haben genug geschlachtet, genug Blut vergossen. Wir haben den Wildheitsmodus versemmelt, ja, und ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit diesem Video. Vielleicht mache ich noch ein paar Videos zu diesem Game. Es ist ja recht witzig. Mal sehen. Also ein Let's Play wird das, glaube ich, nicht. Viel Handlung ist ja nicht dahinter. Aber es ist lustig zum Spielen. Ich kann das nur empfehlen. Darum bleibt es jetzt einmal beim Angezockt. Und ja, leiht euch einmal bei der Videothek aus und gamet ein wenig. Es macht höllischen Spaß, wenn ihr auf Blut steht und dennoch lachen wollt. Okay, da hinten hüpfen die kleinen Jungs schon wieder durch die Gegend. Wünsche euch noch einen schönen Abend und ja, das war euer Toso für Let's Play Angezockt. Ciao.